Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Battlefront Classic. Ich hoffe, die Qualität ist ein bisschen besser als das letzte Male, denn ich habe eine neue Festplatte. So, da gehe ich gefälligst rein. Ihr könnt das nicht. Und jetzt wird durchrasiert. Stört den Geschützturm einfach nochmal sicherheitshalber. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit dem Turm auf diese Druidikas gehen. Also diese Dinger hier sind gar nicht so wichtig, vermutlich. Wirklich das Stören von diesen Druidikas, die da schon angerollt kommen. Den einen haben wir. Und den jetzt auch. Wenn wir einen Treffer abbekommen. Das Ding ist, die sind ja richtig. Die großen Maschinen sind jetzt nicht so die Gefahr. Ich halte mal an. Versuche hier möglichst viele. Bis jetzt läuft es ganz gut, ne? Also ich habe umgestellt. Ich habe Friendly Fire umgestellt. Vor allem, dass man die ganzen Leute nicht tot läuft. So. Den Killst. Nein, es hat. Ich will nur den. Ich wollte mir jetzt nur den Kill stehlen. Also, ich weiß nicht, das Friendly Fire gibt's noch. Komm her. Den habt ihr. Nee. Haben sie nicht. Noch ganz wenig Leben. Oh, da fliegt das Rad. Aber ich hole ganz gut die Gegner weg, ne? Das muss man schon dazu sagen. So, dich habe ich. Ich glaube, es ist wirklich ein Game Changer, dass man das ausmacht. Weil dann kann man die ganze Zeit hier drin sitzen, bleiben, rumschießen. Und man tötet seine eigenen Leute nicht. Stirbt, ihr Geonosianer. Das ist mein persönlicher Leopard. Da kann ich auch keinen Schaden dran machen, weil da keine Leute drin sitzen. Jetzt habe ich die erste Granate mal abbekommen oder hier diese Rakete. Ich hätte mal aus der Sicht. Vielleicht hat man noch mal ein bisschen mehr Überblick. Aber es per Person macht schon mehr Bock. Ich die alle weghole. Okay, das war jetzt losser Schuss. Bis jetzt sieht es auch gar nicht so bad aus. Die Maschine wirklich rum. Und holen uns einen Druiden nach dem anderen. Er kann fliegen, warum kann das fliegen? Die fliegen jetzt. Das ist einer der dümmsten Sätze in Star Wars seit langem. Das ist da, wo in Teil. Ist das Teil 9? Ich glaube schon. Wo die auf der Insel hocken. Auf diesem Wüstenplanet, der genauso aussieht wie die anderen 50 Wüstenplaneten vorher. So. Doppelkill. Eieiei. Ich mache ja fast mehr Kills als Mace Windu sogar. Aber Mace Windu war ja lang nicht so stark wie Count Dooku.
immer schön auf die Druidikas gehen. Die machen ja als Boden so dumm, so viel Schaden. Wir kriegen auch hier ganz viel Schaden reingeörmelt. Aber gut, wir stehen ja auch mitten im Kreuzfeuer. Dieser Kampfdruiden. Der da, den müssen wir bekommen, den haben wir auch bekommen. Ja, wenn die Granaten direkt auf dein Gesicht ömmeln, das sieht schon durch. Balsa verloren, das ist ein gutes Stück. Aber wir haben. Wir haben ganz gut Schaden gemacht. So, jetzt sind wir erstmal hier ein bisschen safe. Rückzug. Alle raus hier. Ihr müsst raus, sonst seid ihr auch bald tot. Also das war jetzt schon Game Changer. Da konnte man einige ja mit der geballten Power von Rheinmetall bezwingen. Aber es ist halt immer noch, man soll den Tag vom Abend losen. Ihr müsst raus hier. Oh, 65 Kills und kein Tod. Okay, das hat sich irgendwie. Das regeneriert sich, das ist auch nett. Hier sind noch irgendwo welche. Die Leute direkt vor uns stehen. Nicht mit mir, mein treuer Genosse. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Den haben wir nicht. Digga. Ein Kill. Ja. Aus der Luft. Sondern sogar zwei. Den haben wir. Das ist ein Worker Walker von uns. Komm, erst so. Den haben wir auch. Jetzt kriegen wir noch mal hier einen reingeörnelt. Ja, komm noch her. Ja, direkt vor meiner Nase. Ich treffe nicht. Den haben wir. Den haben wir. Ja, ich rasiere ja so durch. Game Changer. Das ist wirklich hier ein Game Changer gewesen, die Taktik. Einfach hier drin und auf alles zu scheißen und einfach reinmörseln. Ich glaube, da war ich zu sehr von Hellet Loose beeinflusst, dass das nicht funktioniert. Komm. Ey. Den habe ich. Den habe ich auch. Sehr. Komm, 100 Kills, das schaffen wir. 100 Kills und kein Tod. Noch 5. Das sollten wir eigentlich hinkriegen in der verbleibenden Zeit. Dort.
Zu spät, jetzt habe ich meinen eigenen getötet, ups. Passiert. Egal, egal. Wir farmen uns hier die Kills ab. Da. Ja, ich dachte, das wäre auch ein Klon. Die sind sich ja mal sowas von ähnlich. Das ist auch mal einen getötet. So, wo ist der nächste? Der ist hier irgendwo. Ey, der dreht sich mit. Aber den bekomme ich. Ja, einmal rum. Oh. Ey, alles meine Kills hier. Jetzt muss ich leider einmal drum rumlaufen. Ihr müsst raus, damit ihr schnell da seid. Nee, ich muss eigentlich auch laufen, wo sollen die fahren? Und ich fahre mir jetzt 4 Kills. Huch, ich wurde gerade beschossen sogar. So, nee, ich brauche noch 2 Kills, dann habe ich über 100. Jetzt nur nicht übermütig werden. Da ist einer hier drin, oder? Und dann da rechts. Vorsicht. Nein, Granate. Oh. Den haben wir. Dem Jungen. Nein! Ah! Uiuiui. Okay, hier wird gekämpft. Das heißt, hier müssen ja irgendwo Druiden sein. Das Schlachtfeld hat sich einmal getauscht, alles klar. Aber ich sehe keine Druiden mehr. Nein, nein, nur noch 4. Ich krieg die über 100 nicht. Ah. Lasst mir einen übrig. Nur noch 3. Lasst mir einen übrig. Noch 2. Ja, oh, 101, jawohl. Und jetzt einfach nur hier campen. So, den haben wir. Komm, Lastblatt. Ich krieg Lastblatt. Zwar nicht, aber... Hui, das war jetzt aber einfacher als davor. Okay, einfach rein... Oh, call him. Call me God. Aber Base Window... Ne, aber 102 einfach. Ich sollte der neue Jedi werden. Finde ich. Hier, Staatsfeind. Staatsfeind Nummer 1, mein Freund. Staatsfeind Nummer 1 und Abschussorgie. Naja. Also wenn ich mit meinen Orgien durch bin. I have to admit that without the clones it would not have been a victory. Victory? Victory, you say? Master Obi-Wan. Not victory. The shroud of the dark side has fallen. Das Leichentuch der dunklen Seite. Ist gefallen. Begonnen die Klonkriege haben. Ich find's cool, dass die die Szene eingebaut haben. Bam bam badam, bam badam, bam 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 bam
Jetzt setzen die neue Jet-Truppeneinheit ein. Das ist aber nur eine Geschichte, die kommt aus. Die kommt aus Clone Wars, nicht aus den Prequels. Ja, Jet-Truppe. Na, nehmen die doch einfach mal. Ist das 1 gegen 1 oder was? Und warum haben wir so einen Vorsprung? Follow me. Follow me. Oh, follow me. Und immer schön drauf. Vorwärts, vorrücken. Position halten. Da. Position halten. Um jeden Preis. Die knüppeln wir nieder. An sich habe ich ein Herz für Aufständische, aber egal. Stellt euch vor, das wird Menschen. Vielleicht spornt das euch an. Bestimmt deutlich unbefriedigter, wenn man Psychopath ist, einen Roboter zu töten, als einen Mensch zu töten, aber ja. Weiß doch nicht, wozu diese Jet-Einheiten gut sind. Die wirken ein bisschen komisch. Druidikas. Position halten. Da sind schon ein paar gefallen, will ich meinen. Wir müssen und Kamika. Warum hat man? Follow me wollte ich gerade drücken. Ich finde die ein bisschen komisch. Die Jet-Truppen. Aber gut. Ich weiß nicht, wechseln sich immer das schwere und gute Level ab? Weil das scheint wieder relativ einfach zu sein. So. Den haben wir aus dem Leben genommen. Du da. Mach Liegestütze. Salutieren. Rühren! Bewegung! Wir folgen! Wir folgen! Come with me! Come with me! Rein da! Nehmt den Punkt! Hier gibt's überhaupt keinen Punkt! Rein da! Rein da! Rein da! Auf und nieder! Blut und Boden! Viva la Revolution! Was gibt's noch so? Liberté, Galité, fuck AfD. Und rein da. Und rühren, folgen und rühren. Ich leg mich hin, ihr könnt über mich drüber schießen. Okay, dann nicht. Was macht er denn? Ein Spion! Ey! Ist Friendly Feuer aus? Warum das denn? Bewegung! Bewegung! Und natürlich hier rühren! Und follow me! Und immer schön da reinschießen! Egal, der fiel aus. Und jawohl, jawohl, Krankenhaus ist im Haus die beste Abwechslung der 80er, der 90er, der Nuller und von heute. Und nimmt das, Camerades. Den haben wir. Den haben wir.
Den haben wir. Den haben wir auch. Das ist die Chance. Follow me. Nach. Follow me zurück. Rein da. Rein da. Ihr sollt euch bewegen. Nur ein toter Klon ist ein guter Klon. Schalte die Geschütze aus. Für George Lucas. Ah, ein Druidica, attention please. Ihr geht an das Geschütz rühren. Ey, ey, da gehe ich hin, Freundchen. Da gehe ich hin. Du glaubst gar nicht, wie ich dahin gehe jetzt. Die bekriege ich alle. Und kam vorwärts. Für Padme Amidala. Und wie sie alle heißen. Und den Sidious. Ich hoffe, wir können die Order 66. Oh. Ich hoffe, wir können als Klone die Order 66 ausführen. Mein Ziel ist es, diesen Punkt einzunehmen. Da lang. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Die rennen da rein wie die Irren. Wir müssen nur den Dauerdruck aufhalten. Das habe ich aus Hell Let Loose gelernt. Halte. Follow me. You have to follow me. Für die Republik. Für das, was Pierre. Na. Und alter Maluse von de la Patrie, je le gloire éteinte. Ram pam 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 pam. Pa pa la 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 la. Take this, du blöder Monarchist. Nieder mit den Purpurhemden. Die Guillotine wartet auf euch. Stürmt das Residenzschloss. Versailles. Zurück zum Volk. Das Volk bin ich. Das Volk ist das Volk. Nein. Aha. Rächt mich, meine Brüder und Schwestern. Follow me. Follow me. Ja, du bist ein guter. Hey, du sollst mir folgen. Du sollst mir folgen. Follow me. Follow me. Follow me. Und immer schön rechts, links torkeln. Na, schade. Aber ich kann mir vorstellen, als Scharfschütze könnten hier tatsächlich ein bisschen aufräumen, ne? Sehr schön. Und wir capturen gleich die Mitte. Hier. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ich kann kein Französisch. Nein, das kann ich nicht. Aber ich sing einfach die Marseillaise, weil ich bin ein Revoluzzer. Ich rebelliere gegen die Separatisten. La 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 la. Jetzt ist der Bahnhof frei. Follow me, follow me. I need cover frei. Du ärgst es. Den haben wir. Und jetzt auch den. Ja, follow me, follow me. Come with me. Come, kennt ihr? Come fly with me. Das ist so gut. Und von dort, ich gebe euch Feuerdeckung, Jungs.
Und jetzt können wir den Punkt erobern. Boah, das haben wir ja. Hallo, ihr sollt den Punkt erobern. Das machen andere schon. Boah, und jetzt. Zum nächsten Punkt. Oh. Militärisches Genie. Ja? Nennt mich Isaac Newton. Der hat zwar nichts damit zu tun, aber egal. Nennt mich trotzdem Isaac Newton. Sieg. Und wer zu verdanken? Follow me. Ja? Ich als euer General. Ich habe auch vier die meisten Kills. Wer auch sonst, wenn nicht ich, frage ich da natürlich. Ich habe eine Auszeichnung erhalten. Überlebenskünstler. Ja, ja. Was auch immer das bedeutet. Da ich doch eigentlich relativ häufig gestorben bin, habe ich das Gefühl. Also wenn man es mal so anguckt. Da. Naja. Überlebenskünstler will ich das andere sagen, aber egal. Der am häufigsten, wenigsten gestorben ist, hat einfach nichts bekommen. Gut, der hat aber nur einen Kill gemacht. Enttäuschend. Enttäuschend. Fertig. Ja, dann war's mit der Folge. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Das war ja mal ein Erfolg. Sondersgleichen, ja. Zwei Maps in einer Folge durchgespielt. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Mach's gut. Und möge die Macht mit euch sein.